Was geht ab, meine Freunde? Hier ist wieder euer M3D bei Dark Souls, wo ich also richtig gut bin in Aufpassen, Bodenplatte. Wunderbar. Was ist das? Ist das eine richtige Truhe? Ja, wunderbar. Da kann man sie einfach mal aufmachen. Eine große Scherbe. Ist das nicht die, die wir brauchen? Oh ja. So, wie war es gewesen? Ah, hier gibt es jetzt übrigens noch einen Geheimtrick. Ob man das als Schummeln zählen kann, weiß ich jetzt gar nicht. Wir machen es jetzt einfach mal. Komm. Man geht runter, man weckt den Typ hier auf. Hallo? Hallo? Okay, so leicht lässt er sich wohl doch nicht aufwecken. Jetzt. Jetzt schön dahinter gehen, wo die Mauer ist. Und mal ordentlich wegdrücken lassen. Na komm, mach da mal was jetzt. Geht das nicht mehr? Doch, das geht doch normalerweise noch, oder? Anscheinend doch nicht mehr. Doch, das geht noch. Na super. Oh. Komm her, mein Freund. Karate. Taekwondo. Ja. Oh Mann. Oh, fast wäre heruntergefallen. Kann er nochmal hochkommen? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube, da unten sind auch noch Dämonen, um die man sich kümmern sollte. Und irgendeins von diesen Dingern hier kann man benutzen, dass man da immer wieder hin kann, aber ich weiß nicht welches. Gut, wir trinken erstmal was, ne? Also auf den Stress. Auf jeden Fall. Kann ich den nicht rauslassen? Dann sprechen wir nochmal mit dem. Na komm. I will return to Firelink Shrine. Speak with me there, so that I may impart my sorcery. Alles klar, kein Problem, machen wir. Da vorne ist übrigens noch ein Gegenstand und ich habe immer Angst, diese Scheißdinger zu nehmen. Ich zeig euch jetzt warum. Weil da eine Abgrund ist und das sieht so aus, als ob man da verrecken würde. Ist aber nicht so, also als ob man da runterfallen würde. Da wird man aber nur verarscht. Ist das eigentlich das Ding, was als Fahrstuhl dient? Ich gehe jetzt einfach nochmal rein und probier's mal. Ja, wohl eher nicht, ne? Weil ich weiß, dass man irgendwo rein muss in so einen Kerker oder in so einen Käfig und dann muss man einmal angreifen und dann wird man einfach nach oben gefahren. Ich glaube, das ist das hier, was offen ist, ne? Nee? Ist das das hier? Ich weiß es nicht. Also aufgehen tut das schon mal nicht, ne? Nein. Okay. Und hier kann man ja auch nicht rein. Da kommt das noch runter. Ach, ich glaube, das kommt noch runter, oder? Ach, egal. Wenn man es nicht weiß, braucht man es gar nicht probieren. Übrigens kann man auch darunter springen und überleben. War das das? Keine Ahnung. Egal. Wir gehen jetzt einfach weiter. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ja. Er wahrscheinlich auch. Er braucht einen Arzt. Wir nicht mehr. Komm her. Huah. Penner. Die halten schon gut was aus. Oh. Das sollte natürlich nicht passieren im besten Falle, aber okay, es ist passiert. Jawohl. Er ist tot, ne? Ja, der ist tot. Okay. Das Ding kann man nicht nach oben bewegen, oder? Nach unten. Wenn man da jetzt angreift. Mach keinen Scheiß, Alter. Und das hier? Dass man da jetzt irgendwie so das Ding da abmachen kann? Ja. Funktioniert super. An eigener Dummheit gestorben. Ah, ein Traum, Traum, Traum. Na ja, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, meine Freunde. Ich laufe da jetzt mal kurz hin. Bis gleich. So, da habe ich mal die Strecke auf mich genommen und natürlich will ich mal ganz kurz gucken, ob man da so runterspringen kann und mal dieses Vieh da unten töten kann. Das wäre doch mal eine interessante Idee. Und zwar genau von hier aus. Ich glaube, da müsste ich den sogar treffen. Ah, gut Ziel, gut Ziel. Nein. Ach Scheiße, wie bin ich denn da runtergekommen? Ich weiß damals, dass ich noch besiegt habe, aber ich weiß nicht mehr wie. Naja gut, bis gleich, meine Freunde. So, meine Freunde, wir halten uns mal lieber an den regulären Weg, würde ich sagen.
Das dürfte doch mal eine bessere Idee sein. Wo ist das eine Vieh dahin? So, es gibt übrigens noch einen anderen Weg, fällt mir gerade mal ein. Der war hier runter, ne? Ja. Hier. Wunderbar. Och, nö. Na egal. Hallo. Was hörst du da gerade? Kommt da gerade. Aha, da kommen welche runter. Die sollte man erstmal töten, weil wenn die den anderen treffen, dann greift er die an, kann runterfallen und dann ist er endgültig weg und das wäre nicht geil. Schnauze, Mistvieh! Ist noch jemand? Meldet sich noch jemand freiwillig? Nein, okay. Sehr schön. Dann labern wir doch mal mit unserem Kollegen. Den muss man hier ansprechen, sonst geht's da nicht, sonst würde er nicht mehr weitergehen, deswegen muss das leider sein. So, was hat er denn für ein Problem? Fragen wir mal nach. Ja. Das ist also sein Problem. Da wissen wir doch schon mal, was wir zu tun haben. Oder was wir tun könnten. Wir sollten ihm mal ein bisschen helfen. So, wir müssen jetzt einfach noch schnell hier hoch. Und wieder hier rein. Weil den kompletten Weg schaffen wir niemals. Da komm, Kügelchen, wo bleibst du denn? Und weiter geht's. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. So, man kann jetzt hier durch die Nebelwand, man kann aber auch nochmal hier hoch. Sehr schön. Das hier ist, glaube ich, keine echte Truhe. Doch, ist auch eine, okay. Hab ich nicht gewusst. Hartstahlring, was war das nochmal? Was haben wir hier? Ach, deswegen konnten wir so gut laufen. Wir haben den verrosteten Eisenring an. Kein Wunder. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Ja, egal. Jetzt haben wir wieder Havels Ring an. Ach, komisch, komisch. Ja, guck mal jetzt, wie wir hier rollen, Freunde. Ganz geil. Oh Mann. Ich bin auch so ein Anfänger für sich, ja? Jetzt habe ich total vergessen, dass wir diesen Ring anhatten. Und ich habe mich schon echt gewundert, wieso ich so ganz geil bei dem Sumpf laufen kann. Aber okay. Jetzt weiß es ja. Wo sind wir? Ach ja, genau. Okay, ich erinnere mich wieder grob. Da ist eigentlich gerade so ein Typ. Wartet mal, wie war das? Kann man da nicht einfach. Doch, so kann man ihn anlocken, genau. Na komm, mein Freund. Probieren wir mal was. Ach, das überlebt der. Ah, schade. Die Idee war kurz, aber Master war zu blöd. Leider. Oder der Typ war zu schlau. Das kann natürlich auch sein. So. Hier ist jetzt eine ganz, ganz gemeine Stelle. Es gibt Leute, die überleben das, wenn man von der Kugel getroffen wird. Ja, ich glaube nicht, dass wir das überleben könnten, aber hier an der Stelle kann man es im Leben nicht überleben. Kannst du machen, was du willst. Deswegen musst du diese Stelle hier einfach laufen. Am besten so schnell du kannst, bevor die andere nachkommt. Ah! So. Sehr schön. Wartet, irgendwas muss man noch machen. Ja. Wir warten nach der Kugel. Nein! Ach, scheiße, da wollte ich gar nicht hin, aber okay. So, wie Zeit muss sein, ne? Tja, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich zum tausendsten Mal wieder. Wir warten jetzt mal natürlich wieder auf diese wunderschöne Kugel, die hier kommen sollte. Da ist sie. Oh, Moment. So hätte es sein müssen. Genau, deswegen bin ich da runtergefallen, ich Trottel. Warte, wir warten lieber nochmal. Ich war jetzt gerade nicht drauf gefasst. So. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, wo die Kugeln entlang rollen. Ja, okay, darunter. Goldener Schlangenring. Der ist sehr, sehr geil. Ich zeige ihn euch mal. Moment. Wie geht das? Hier geht das. Wo findet man den? Hier. Erhöht Chance, Gegenstände aufzufinden. Das ist voll geil, aber okay. Das wollte ich eigentlich nutzen, falls ich nicht Dings bekommen sollte. Diese ganzen Gegenstände, die ich bekommen wollte. Ich habe sie aber bekommen, deswegen brauche ich das eigentlich nicht mehr.
Wofür war das gewesen? Boah, ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, falls man hier aus Versehen runterfallen sollte oder so, keine Ahnung. Sei lieb. So, hier müsste jetzt, glaube ich, ein Fahrstuhl kommen. Und diese Truhe ist definitiv nicht echt, das weiß ich noch. Ja, da sieht man es. Dann stellen wir uns mal direkt dahinter. Und hauen mal drauf auf das nette Ding. Toll, das hat gut funktioniert, oder? Special-Schlag und komm her und komm her und komm her. Wie auch immer wir uns gerade gedreht haben, aber es war gerade unser Glück irgendwo. Gegenstand, Blitzsperr, das lässt er übrigens immer fallen. Also braucht man nicht überglücklich sein, wenn man es aufgehoben hat. Oder wenn man es gefunden hat. So, hier muss man auch aufpassen. Hier kann man auch nochmal ganz toll sterben. Wenn man jetzt nicht den rechten Moment abwartet. Welche Seite ist denn das? Hier war das, oder? War das hier? Ja, das war hier. Gut. Wenn man noch eins weiter hochfahren würde, dann würden einen Spitzen töten. Das wäre natürlich nicht geil. Was ist hier? Hier ist, glaube ich, das ein anderer Kerker. Ich habe das Ding noch nie aufgekriegt. Ich habe keine Ahnung, wie man dahinter kommt, ehrlich gesagt. Aber naja, ist ja egal. So, rollt noch eine Kugel entlang? Ich glaube nicht, oder? Nein, hier noch nicht. Okay. Der Schrecker war das schon mal. Wo geht's runter? Da geht's runter. Okay. Das müssen wir jetzt verschieben. Und zwar, da wir das da hinten schon aufgekriegt haben, brauchen wir es nicht mehr machen. Wir schieben es jetzt einfach mal so. Genau. Da fällt sie jetzt, soweit ich weiß, runter. Und hier war diese Stelle gewesen, wo dieser Magier ist. Ne? Erinnert ihr euch vielleicht? Ja, erkennt man gut. Die Kugel rollt jetzt immer da lang. Schön hier raus. Also kann auch nichts mehr passieren. Und wir, meine Lieben, müssen einfach nur noch da lang. Warte mal, da ist die Kugel. Ich habe Angst, dass die Kugel da langrollt, ehrlich gesagt, ne? Weil das ist irgendwie schon mal passiert. Das war, glaube ich, ein Spielfehler oder so. Na komm. Weil da liegt doch auch ein Gegenstand, oder nicht? Nee. Gut, dann halt nicht. Ich traue dieser scheiß Kugel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also entweder bin ich da paranoid oder bescheuert drin, ne? Aber der traue ich im Leben nicht. Ja, war super. Also Respekt an mich, wie ich da nicht getroffen wurde. Ich hab's einfach nur noch drauf. Was steht hier? Ich halte es nicht aus. Ja, Kollege, mir geht's nicht anders. Glaub's mir. Also, das Ding ist die Hölle. Hier muss man jetzt auch noch mal ganz vorsichtig sein, denn man sieht es schon. Und freut euch nicht zu früh. Ihr seid im Leben nicht sicher. Ja. Alter. Normalerweise hätte man noch rennen können. Ich glaube, man muss zuerst hier lang. Ah, hier kommt er schon. Okay, töten wir erstmal den. Hier bin ich damals auch mal gestorben. Und warum? Weil ich einfach zu blöd war, um gegen die zu kämpfen. Jetzt läuft es in der Regel ein bisschen besser, aber auch nicht so wirklich. Bleib freundlich, mein Freund. Okay, okay, okay. Wo ist das? Keine Ahnung. Ach, das ist, glaube ich, auch noch eine Stelle, wo man hoch könnte mit dem Fahrstuhl, aber ich bin mir nicht sicher. Lieber nicht riskieren. Hier geht doch auch noch ein Weg lang, oder? Ja, genau. Ich höre Schritte. Ist diese Magierin runtergekommen? Wenn ja, das wäre nicht so geil. Die könnte sie jetzt von hinten schön wegbrezeln, die blöde Kuh. Nein! Nein, 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 am Arsch! Ja, ich hab's gewusst, 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 ich hab's gewusst. Boah. Boah. Tief durchatmen, Master. Tief durchatmen. Alles ist gut. Große Scherbe nochmal 2 Stück, denn die brauchen wir. Deswegen sammle ich die auch alle schön fleißig auf. Oh Mann, Alter. Das ist ja zum Haare raufen. Oder war das hier mit dem Fahrstuhl-Ding, glaube ich, ne? Ja, ja. Wenn man das Ding richtig aktiviert, wird man, glaube ich, hier hochgebracht. Aber, naja. Frag mich mal was Leichteres, wie man das Ding aktiviert. Ich habe das noch nie hingekriegt. Ich habe es einmal gesehen in einem Let's Play. Und naja, trotzdem habe ich es nie geschafft irgendwie. Achtung links, ich weiß, mein Freund. Aber danke, dass du mir Bescheid sagst, denn man sieht diese Sau da hinten. Wir können mal versuchen, die mit einem Bogen tot zu kriegen. Haben wir Pfeile? Ne, haben wir gar nicht, ne? Das ist natürlich jetzt voll geil. Wo sehe ich denn das, ob ich Pfeile habe? Federpfeile. Bolzen. Oh Mann. Naja gut. Ganz ehrlich, Freunde.
Wir werden es riskieren müssen. So, so. Nein! Nein! Ich hasse dich, Tempel! Ich hasse dich! Okay, meine Freunde, ihr kennt das Prinzip ja, glaube ich, langsam. Das muss ich euch ja nicht mehr erklären. Bis gleich! So, meine Freunde, da bin ich wieder bei der wunderschönen Schnippelarbeit Dark Souls. Komm, schieß mal. Soweit ich weiß, kann man, glaube ich, einmal stehen bleiben hier. Sterbe ich, wenn ihr mich trifft? Nein, alles okay. Hier! Ah! Ah! Das hier ist nämlich die sicherste Stelle, also. Boah, komm. Wir zeigen es der Sau jetzt mal richtig. Wie mache ich es am besten? Ja. Ja. Okay, auch nicht die Falle ausgelöst, das ist ja ein Traum hier gerade. So, du kleines Luder, du, hä? Wie geht's denn dir? Auf jeden Fall nicht mehr gut. Wo sind die Seelen? Da sind sie. Oh, Freunde, wir haben es geschafft. Das ist ein Wunder. Ein Wunder. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Also, Freunde, ich sag's euch jetzt mal, wie es ist. Wenn ihr an irgendeinen Gott glaubt, dann dankt ihm jetzt mal bitte. Das ist jetzt einfach gerade mal ein Muss. Und da seht ihr schon wieder, wie es weitergeht. Oh, wir hätten eigentlich mal Pfeil und Bogen brauchen können. Egal. Versuch's mit Ring. Was für ein Ring denn? Ach ja, stimmt. Hier sollte man gut in Bewegung bleiben. Ja. Und so, hier muss ich jetzt mal runter. Freunde, damals, als ich das noch nicht wusste, ich bin hier fast ausgerastet. Das ist nicht mehr normal gewesen. Einfach nur noch dramatisch. So, erstmal reparieren. Wir haben hier schon einiges jetzt hier gerade verbraucht. Alter Verwalter, Verwalter, Verwalter. So. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir werden jetzt immer und immer und immer und immer. Und wenn wir Glück auch haben, auch immer hier rauskommen. Wo war das? Hier, genau auf der Treppe. So, dann hat man doch eine wunderschöne Abkürzung. Das ist doch ein Traum. Ah, eigentlich habe ich gedacht, ich sterbe. Nee, warte mal, was habe ich gesagt? Ich sterbe 10-mal? Wenn es gut läuft, 10-mal. Wenn es schlecht läuft, 50-mal. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall war da irgendwas. So, was ist denn hier oben eigentlich? Und ich würde doch behaupten, es ist doch gut gelaufen. Aha, hier ist schon der richtige Weg. Den wollen wir noch nicht lang laufen. Oh, du scheiß Feuermann. Schäm dich. Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Da vorne ist ein guter Freund. Den wollen wir doch mal gerade begrüßen. Hallo Peter, wie geht's? Ich hoffe, es geht dir gut. Hast du bestimmt gelangweilt ohne uns, ne? Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir herkommen konnten. Eigentlich waren wir auf einen Kaffee verabredet, aber naja. Der Kaffee ist jetzt leider schon kalt. Alter, zieht es viel ab, sein Scheißschild. Penner! Komm, ein Schlag noch, dann bist du... Dann bist du Geschichte, mein Freund. Okay, zwei Schläge. Ja, komm, Schnauze halten. Eieieiei. Deswegen ist das Schild so ein Traum, weil es eine hohe Haltung hat. Großschwert habe ich auch noch nie gefunden. Geil. Wo ist es? Großschwert. Großaxt. Großschwert. Ja, ist gut. Boah, 12 Stärke. 12 Gewicht hat es. 12 Kilo. Ist ja der Wahnsinn, Freunde. Juhu! Jetzt können wir in Ruhe sterben. Jetzt ist es eh nicht mehr schlimm, weil wir jetzt endlich ein Lagerfeuer gefunden haben. Hier kommt doch, glaube ich, auch noch jemand, oder? Ja, wer das ist, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es kein Freund von uns ist. Ja. Theoretisch gesehen tötet er sich gerade selber. Ja, halt die Schnauze. Schön freundlich bleiben. Stocher du mal mit deinem Dolch da rum. Okay, es ist ein Degen, aber trotzdem ist es Schrott. Gegen unsere Waffe. Yeah! Was gibt der jetzt Schönes? Rickards Degen. Ich glaube, den lässt er auch immer fallen. Bin mir da aber auch nicht so sicher. Dann gucken wir nochmal gerade, was hier ist. Und dann haben wir es doch auch endlich mal für diese verdammte Folge. So, sind es beide echte Truhen? Ja. Was haben wir hier? Seltener Ring der Opferung. Wunderbar. Können wir gut gebrauchen. Was haben wir hier? Göttlicher Segen. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was göttlicher Segen macht. Das gucken wir noch diese Folge nach. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Vollständige Regeneration der Statuswerte.
Keine Ahnung, wofür das ist. Wird gerne für PvP benutzt. Ist auch scheißegal. Okay, meine Freunde, würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!